presents Marvel Comics. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Marvel vs. Capcom Fighting Collection Video und wir kommen zu unserer letzten Runde. Und zwar mit meinem, sagen wir mal, ja, Cammy ist dabei, aber es ist quasi, das sind meine Charaktere, die ich recht immer so nicht mehr dazu dem Team genommen habe, also zu Jill und Sakura. Und ja, wollen wir mal gucken, ne, wie ich das mit dem Ersatzteam hier schaffe. Mit Iron Man, Spidey und Cammy. Letztes Mal noch mal dieses geile Intro erstmal. Ah, mal gucken, ob ich da in MVC 2 noch eine Fight Night mache. Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. Bah, starkes Spiel, Mann. So, dann wollen wir mal. So, dann Iron Man. So, dann Spidey. Und Cammy. Cammy zieht unerstaunlicherweise sehr recht wenig hier ab. Spidey zieht auch hier erstaunlich wenig ab. Iron Man, je nachdem wie man ihn einsetzt. Nicht schlecht. Web swing, baby. Cammy. Das kann ich besser. Hey, komm schon. Weg mit dem. Superior Attack. Ja, immer noch der 90er Iron Man. Aber coole Artworks. Weiterhin. Ja, man muss sich so ein bisschen einspielen. Das Team ist schon so gar nicht schlecht. Yeah.
Einmal wegsnipen, ey. Unibeam. Hey, Iceman. Oh, komm schon. Yep. Ja, Ausgangslage ist Cammy, weil sie ist am besten, wie gesagt, bessere Kombos hat, um da reinzukommen. Das ist ein Ultra-Kombo-Finish. Aber, ja. So, ein ungewöhnliches Team. Weg! Schon eine kleine Zone hier. Komm schon! Und weg mit dir! Ich muss ehrlich sagen, Spidey war schon mal besser, also in den vorigen Games, persönlich. Iron Man ist solide, Cammy ist natürlich auch ziemlich gut, aber den Schaden, den sie macht, ist ja moderat. Ne? Kann man sagen, aber dafür, was sie kann, ziemlich gut. Ziemlich gute Teamersetzung. Weg mit dem Photon Cannon, Alter. Na, wir kennen uns doch. Cannon Quill.
Oh, 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 oh. Das hält er nicht aus. Das hält er nicht aus. Yes, Sentinel. Ja, mit dem Team, wie gesagt, also X-Men-Team ist schon echt Prestige, schon schön. Ich weiß leider nicht mehr, wie der Knochen-Wolverine ist. Den müsste ich tatsächlich ausprobieren. Den hätte ich, glaube ich, auch nehmen sollen für das Crossover-Team. Proton Cannon. Web swing, baby. Ah, nee. Na denn. Das reicht aus. Ja, das ist jetzt nicht das prallste Team, aber hey, zumindest wollte ich alle Charaktere einmal vorstellen, die ich persönlich spiele. Also die drei, die mische ich meistens mit dem Jill Sakura Team. Da kommt meistens dann Iron Man, Spidey oder Cammy. Na los, da ist er. Wie Yoga. Yoga.
Komm schon. Ah, komm schon. Na, dann habe ich den wenigstens. Huf. Ja, ich glaube, der Highscore wird nicht so hoch sein. Oh, das ist ein Team. Felicia, Bison und Strider. That's crazy. Ah, die geile Arena. Big Drive Smasher, Alter, für den Weißen hier. So, jetzt kommt der Endboss. Da wollen wir mal gucken. Ja, ich jetzt weiß, dass ich die Kugel machen muss. Boah, dann wäre der Kampf viel schneller vorbei. Aua. Ja, komm schon. Good.
Komm schon, ey. Ja, es ist eine Phase. Ah, das sieht nicht gut aus. Ah, shit, ey. Yeah, Spidey war's. Spidey hat's beendet. Ja, der super Crossover Finish ist auch ziemlich gut. Tja, meine Damen und Herren, dann wär's das mit der Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Wir haben jetzt so ziemlich alle Spiele einmal durchgenommen. Und ja, dann würde ich das jetzt unterteilen und sagen, welche Spiele ich in dieser Collection tatsächlich favorisiere. Also beziehungsweise Platz 1 ist natürlich ohne Frage Marvel vs. Capcom 2. Punisher wähle ich jetzt nicht aus, weil das ein Singleplayer beziehungsweise schon ein Koop Beat'em-up ist. Aber das ist ja kein Fighting Game wie die anderen. Also Marvel vs. Capcom 2 definitiv Platz Nummer 1. Dann kommt schon eigentlich X-Men vs. Street Fighter, was ich ziemlich gut finde, weil, wie gesagt, Rogue ist hier zum ersten Mal spielbar, das Tag-Team funktioniert fantastisch und ja, das ist schon ziemlich, ziemlich geiles Ding. Ja, dann würde schon X-Men Children of the Atom kommen. Oder, nee, Marvel Super Heroes, tatsächlich. Da ich die Playability tatsächlich gut finde, Spidey ist ja auch hier zum ersten Mal spielbar und so in dem Sinne auch eigentlich ein ziemlich guter Fighter, was ich wirklich sehr gerne priorisiere. Dann würde schon X-Men Children of the Atom kommen, weil erstens großer X-Men-Fan und es ist super arcadig, super stimmiges Spiel und ich habe ein Herz für dieses Spiel. Dann würde Marvel Super Heroes vs. Street Fighter kommen. Ich habe so ein bisschen Probleme mit dem Spiel, beziehungsweise ich finde es nicht so krass gut. Es ist okay. Es ist ein okayes Spiel in der Sammlung zu haben. Aber es ist auch ziemlich schnell. Das ist, das macht ziemlich viel Spaß. Ja, aber so wirklich brauchen. Das war ein wichtiger Schritt, um die Entwicklung zu nachher Marvel vs. Capcom einzukommen. Und das ist für mich, ja, das Spiel, was mich am wenigsten anspricht, weil ich habe es selten gespielt. Nicht, dass das Spiel schlecht ist, beziehungsweise das würde ich als allerletztes spielen. Aber das hier und X-Men vs. Street Fighter, damit habe ich eine tiefe Bindung. Und dann würde Marvel Super Heroes und sogar noch vor X-Men Children of the Atom kommen, weil das ist eine logische Konsequenz, also das hier ist eine logische Konsequenz von dem hier. Ja, aber Marvel vs. Capcom 2 ungeschlagen.
So, und meine Damen und Herren, das wär's dann mit der Marvel vs. Capcom Fighting Collection Videos. Mal gucken, ob ich zeitig mir irgendwann Ultimate Marvel vs. Capcom 3 nochmal besorge, weil ich hatte Ultimate Marvel vs. Capcom 3 damals nicht. Und vielleicht mache ich sogar ein Ranking von allen Marvel Cross Capcom Games, dass ich da nochmal Marvel vs. Capcom 3 dazu packe und dann dementsprechend auch ein bisschen spiele, weil ich fand Marvel vs. Capcom 3 damals ziemlich cool und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren, weil ja, wie gesagt, es fehlte dieser Appeal von Marvel vs. Capcom 2 und durch Marvel vs. Capcom 2 habe ich wieder starkes Interesse an dem Fighter, vor allen Dingen, weil es ja auch von A-Ting ist. Und also Marvel vs. Capcom 3. Und dieses Intro, was ihr immer seht, ne? Capcom Presents Marvel Comics, das stammt natürlich von Marvel vs. Capcom 3. Und ja. Okay, meine Damen und Herren, dann würde ich sagen, dann wäre es das mit dem Arcade Run von Marvel vs. Capcom 2 mit meinem sozusagen Ersatzteam. Und allgemein mit der Marvel vs. Capcom Fighting Collection. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Marvel Cross Capcom Fighting Games gefällt oder gar Fighting Games, dann lasst ein Abo da und klingelt deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, ich bin die Kate, das Game Stage 5. Und wir sehen uns wieder in anderem Zeug. Mal gucken, was als nächstes kommt. Alles klar. Bring on! Und hoffentlich bald mal. Ich werde mal versuchen, eine Fight Night in Marvel's Capcom 2 maximal zu machen. Alles klar. Bye now.